In unserem heutigen Video geht es nicht darum, wie man Leute fesselt, sondern darum, wie man Hufe hebt. Viel Spaß! Vorweg vielleicht ganz kurz, wir arbeiten daran, dass wir künftig eine Kanalmitgliedschaft anbieten. Wir haben viele Anfragen, spezifisches Training, dass man halt das einfach genauer erklärt. Hinterlasst mir vielleicht ganz kurz in die Kommentare, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Jetzt kommen wir aber zu unserem Thema Hufe. Es hat jemand gefragt, was mache ich denn, wenn mein Pferd die Hufe ständig wegzieht und was kann ich denn tun, dass er sich beim Hufschmied ruhiger verhält. Ich erkläre euch das vielleicht ein kleines bisschen von vorn weg, wo der Anfang liegt bei der ganzen Geschichte, weil meistens sind die Pferde halt einfach verzogen. Das bedeutet, die Pferde haben gelernt, dass sie sich aus dieser Situation entziehen können, wenn sie mehr Kraft aufwenden, als der Besitzer aufbringen kann. Ich habe hier einen Führstrick dabei, da sitzt nämlich der Anfang. Und jetzt gehen wir mal an unsere Hufe. So, ich nehme jetzt meinen Führstrick. Ich binde ihn nicht um mein Bein, sondern ich lasse ihn einfach nur nach unten ums Fesselgelenk. Ich halte mein Pferd ganz locker und jetzt komme ich leicht mit Zug und warte darauf, dass mein Pferdchen diesen Huf vom Boden weghebt. Lass sofort los, wenn er das macht. Komm wieder, geh leicht dran und warte darauf, dass mein Pferdchen den Huf vom Boden weghebt. Zack, braver Kerli. Wenn mein Pferd verstanden hat, dass ich den loslasse, wenn er nachgiebig ist, also sprich, dass der Zug aufhört, sobald mein Pony den Fuß vom Boden hebt, lasst euch doch nicht auf so ein Pulling-Match ein. Also es geht nicht darum, wer der Stärkere ist, sondern es geht darum, dass ich hier leicht Zug aufbaue. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe da 5 Kilo dran und sobald mein Pony nachgibt, bin ich wieder weg. Wenn das funktioniert, schnappe ich mir meinen Huf, lass ihn nochmal hochheben, zack, und setze dann einfach ein Stück weit vor auf einen Punkt, den ich bestimme. Schupp, und setze das Bein ab. Er sagt, ich nehme es aber wieder mit. Ich sage, nein, das glaube ich nicht. Setz dann wieder ab, setz dann nochmal ab. Schupp. Braver Kerli, super, mein Bub. Braver Bulli. Wenn er sagt, okay, ich lasse mein Bein dort stehen, gebe ich dann wieder frei und nehme dann nochmal. Schnapp mir mein Bein, warte auf ihn, er steht drauf, zack, da kommt er. Schupp, und das sind wir. Ich gebe ihm auch Zeit, sich zu sortieren. Kein Problem, er darf auch gerne einen Schritt vorwärts machen. Wichtig ist mir nur, dass ich das Bein, an dem ich ziehe, immer wieder zum Entlasten bringe. Da steht er drauf, jawohl, genau, mein Bulli. Braver Kerli, super. Wenn das Ganze nach vorn funktioniert, mache ich das Gleiche nach hinten. Schnapp mir mein Pony, sag, gib mir mal mein Fussel. Er sagt, okay, da kommt ein bisschen Zug. Ich muss mein Bein wahrscheinlich ein bisschen korrigieren, psst, nicht fressen. Psst, na. So, holen wir ihn wieder, bis ich da was kriege. Da ist er, zack. Und nehmen wir mein Bein auf. Ich kann ihn jetzt mit 2 Fingern halten. Mein Pferdchen zieht mir das Bein weg. Das darf er auch machen, weil es geht nicht darum, dass ich mehr Kraft habe als er. Aber wenn er es wegzieht, komme ich wieder, holen wir ihn wieder, bleib wieder dran, wieder ein bisschen aufnehmen, warte auf ihn. Druck ist unangenehm, sagt geil. Genau, zack, schnappt man wieder, schupp. Und hab ihn wieder. Wieder kann ich ihn mit 2 Fingern heben. Braucht doch keine Kraft. Setz mein Bein wieder ab und sag, super, mein Dickerli. So ein junges Pferd, er lässt sich ein bisschen ablenken, ist nicht dramatisch, alles gut. Selbst wenn er anfängt zu wandern, alles cool. Darf er gern machen. Ich schnapp mir jetzt nochmal das Bein und jetzt werde ich dann meinen Führstrick los. Nehmen wir nochmal mein Vorderbein. Zack, heb dann da kurz hoch. Ein bisschen mehr, komm, gib noch. Genau, mein Bub. Schupp. So, jetzt nehme ich mal mein Röhrbein, lasse meinen Führstrick weg und nehme ihm einfach nur die Zehe leicht nach oben. Also sprich, ich halte nicht mein ganzes Pferd fest, sondern ich nehme nur die Zehe leicht nach oben. Wenn mein Pferdchen anfängt, irgendwo den Huf wegzuziehen, das dauert jetzt ein kleines bisschen, dann wird er sagen, wie lange muss ich denn den hochhalten? Er sucht wieder was zum Futtern. Ja, unsere Pferde sind einfach zu brav. So, jetzt fängt er an, dass er sagt, hey, gib mir doch mal den Huf her. Ich sage, ich gebe dir den Huf nicht her. Er versucht und sagt, ich möchte ihn aber gern mitnehmen. Ich sage, kannst du aber nicht. Ich bin nicht am Kämpfen mit ihm und halte den Huf fest, sondern ich habe nur die Zehe um. So, dann lasse ich die Zehe wieder locker. Dann kann der Hufschmied da machen und tun, wie er mag. Und dann nehme ich die Zehe wieder nach oben.
manipuliere sein Bein, zack, bin wieder am Machen und am Tun. Wenn mein Pferdchen wieder anfängt wegzuziehen, halte ich nur die Zehe nach oben und entspannen wieder, wenn er brav ist. Setze ihm das Bein ab, wenn ich durch bin, braver Kelle, super. So, ich schnapp mir mein Bein, frage dann wieder höflich, schupp, und hab dann seitlich bei mir. Er sagt, ich geb den Huf nicht, ich sag, doch, machst du, lass mein Fürstrickerl los. Und warte auf ihn, halt einfach nur mein Zeh leicht nach oben, mehr ist es nicht, so dass mein Pony weiß, er kann nicht weg. Gras ist verführerisch, gell, ich weiß schon. Alles, was ich machen muss, ist mit den Fingern die Zehe nach oben halten. Da, wo der größte Fehler passiert, ist eigentlich, dass die Leute es so machen und versuchen, mit Kraft das Pferd festzuhalten. A, wird schon mal hier ganz viel Druck aufgewendet, fürs Pferd unangenehm. Und B, sobald das Pferd gegenzieht, wird es ein Kräftemessen. Ich habe einfach nur die Zehe, die ich nach oben nehme, und sage, mein Ponylein, gib schön nach. Und wenn ich ihn nicht mehr brauche, setze ich das Bein wieder ab. Wenn das Ganze mit dem Führstrick funktioniert, dann kann ich natürlich auch ohne Führstrick hergehen. Fahr du leicht nach unten, frag mein Pferdchen nach meinem Bein. Er sagt, okay, ich heb's hoch, zack, nochmal, ich heb's hoch, komm nochmal, frag nach dem Bein. Zack, da haben wir ihn. Und nehmen wieder die Zehe nach oben. Mein Bulle sucht sich Gras. Tschupp. Mach und tu und bin am Arbeiten damit. Ich hätte gern, dass das für mich keinerlei körperliche Anstrengung ist, so ein Bein zu halten. Also ich will nicht dran ziehen müssen und gegenhalten und der Hufschmied macht und ich bin da und halte ihn mit aller Kraft, sondern ich möchte einfach mit zwei Fingern in der Lage sein, dass mein Ponylein nachgibt. Warum machen meine Pferde das? Ganz einfach, weil meine Pferde gelernt haben, dass ein Strick, zack, ganz weich nachfragt und sobald mein Pferdchen nachgiebig wird, schupp, ist der Strick wieder weg. Hier sitzt der Anfang. Mir persönlich auch ganz wichtig, lasst das Bein nicht einfach fallen und er kann machen damit, was er will, sondern setzt das Bein wieder ab, dahin, wo ihr es haben wollt. Jetzt gehen wir ans Hinterbein. So, am Hinterbein haben wir jetzt natürlich das gleiche Spiel. Wieder nehme ich meinen Führstrick, komme seitlich an mein Pferd, fasse daher hinten durch, zack, und schnapp mir wieder mein Fessel. Wieder bringe ich mein Pferd so ein kleines bisschen aufmerksam, dass er mir zuhört. Der schaut gerade nach andere Pferd. Und jetzt bringe ich hinten leicht Druck drauf und Wort drauf, dass mein Ponylein das Bein vom Boden abhebt und nachgiebig wird. Zack, sobald er das macht, bin ich wieder verschwunden. So, hier hinten ist schon immer so einfach und er droht zu kicken und zu machen und zu tun. Ich bleibe einfach dran und warte auf mein Pony. Genau, erst wenn er weich ist, lass ihn wieder los. Nehme dann wieder weich auf. Mein Ponylein schackt in der Gegend rum und setzt dann wieder ab. Das gleiche nochmal, nehme mein Ponylein wieder weich auf, zack, und setze mein Pferdchen wieder ab. Man sieht sehr schön, wie weich mein Pferd ist, also sprich, ich habe keinerlei Schwierigkeiten, hier das Bein nach vorn zu ziehen oder wieder abzusetzen. Mir persönlich ist es wichtig, dass die Grunderziehung meines Pferdes dahingehend wirklich so perfektioniert wie möglich wird, dass die Pferde keinerlei Widerstand bringen, wenn irgendwo Druck auftaucht. Der soll, nicht negativ gemeint, der soll sich nicht wehren, wenn ich irgendwas anfasse an ihm. Das geht da los, wo er irgendwelche Wunden genäht braucht oder wo man Fieber misst oder wo er Medizin braucht, eine Wurmkur, was auch immer. Da gehen eigentlich die ganzen Schwierigkeiten los, dass die Pferde halt wehrig werden und sagen, nee, ich mach das nicht, ich will das nicht. Und ja, aus meiner Sicht, eine gute Grunderziehung ist einfach durch nichts zu ersetzen. Ganz wichtiger Tipp, meiner Meinung nach, füttert eure Pferde nicht aus der Hand. Das ist meistens der Anfang vom Ende. Aber muss ja jeder für sich selber entscheiden. So, zurück zu unseren Hufe. Ich nehme dann wieder weich auf, zack, schnapp mir mein Bein nach vorn, halte nun diesmal leicht oben und warte darauf, dass mein Pferdchen selber oben bleibt. Zupft dann wieder, wenn er gegenzieht, nochmal zupft dann wieder, nochmal zupft dann wieder, nochmal. Er sagt, ich werde aber schwer. Ich sage, bitte nicht auf meiner Hand liegen. Nicht auf meiner Hand liegen. Schüttelt dann, entlasst dann kurz, zack. Jawohl, genau. Super, mein Bärli. Braver Kerl. Da, wo er sagt, okay, ich bemühe mich, bin ich wieder weg. Ihr seht, es ist für mich keinerlei Schwierigkeit. Ich konnte ihn aufs Bein legen, überhaupt gar kein Thema. Mein Pferd wiegt nichts. Er ist selber bemüht, das Ganze zu halten. Hinten natürlich umso wichtiger, dass mein Pony nicht rumhaut, rummacht und rumzieht. Wenn du überlegt, wie oft der Hufschmied da dran hängt und kämpft mit dem Pony. Ich will das Ganze weich und leicht haben.
So, jetzt wird es interessant, weil ich werde jetzt den Führstrick ablegen und das Ganze mit der Hand machen. Ich stelle mich dazu nicht hinter mein Pferd oder neben meinen Hinterhof, sondern ich gehe genauso vor wie vorher, nur mit dem Führstrick. Zack, lang da rein, hol mir mein Pony, warte, bis er nachgiebig wird, schupp, da ist er, und schnapp mir meinen Huf nach vorne. Nach vorne ist mir wichtig, weil er mir nach vorn nicht treten kann. Bei Jungpferd immer ein bisschen Vorsicht genießen. So, dann kippe ich mein Bein und hol mir wieder nur die Zehe nach oben. Auch da kann ich mit zwei oder drei Fingern arbeiten, überhaupt gar kein Thema, und bin unterwegs mit meinem Pferd. Hier kann jetzt der Hufschmied arbeiten, machen und tun. Sollte mein Pferd jetzt anfangen, irgendwo wegzuziehen, ich gehe ein bisschen aus dem Weg natürlich, lasse ihn gewähren und bleib einfach nur mit der Zehe dabei. Was ich nicht mache, ist, dass ich mein Pferd hier blockiere. Das muss mein Pferd mit der Zeit lernen. Also bei Jungpferden nicht gleich da reinsteigen und sagen, so, den halte ich jetzt fest, sondern einfach weich da dabei bleiben und in kurze Intervalle hochheben und natürlich auch da wieder hinsetzen, wo ihr das haben wollt. Ich hoffe, man sieht anhand von meinem Pferd, was gute Erziehung bringt. Ich kann den Huf von da, wo ich ihn nicht haben will, wegnehmen. Ich kann ihn dorthin setzen, wo ich ihn haben will. Diese Erziehung zieht sich im Idealfall hin bis zum Reiten. Ich hoffe, ihr könnt mit den kleinen Tipps ein bisschen was anfangen. Wer Interesse hat, wir werden es aufschlüsseln auf Trainingsschritte. Und sobald der Kanal fertig ist, kriegt es von mir Bescheid. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch.